Acht Dinge, die Thai-Frauen extrem attraktiv finden an Europäern und wo du als Europäer auf jeden Fall Vorteile hast. Wenn du diese acht Dinge weißt, dann hast du auf jeden Fall bessere Chancen. Viel Spaß! Ja, meine Freunde, es gibt einfach gewisse Eigenschaften, die ein Europäer mitbringt in den Augen der Frauen hier in Thailand, die ihm Vorteile bereiten. Das ist ganz klar. Und da gibt es einfach acht verschiedene Hauptdinge, die ich euch heute erklären möchte in dem Video. Guckt es euch an, jeder einzelne Punkt ist sehr wichtig. Und ich würde mal so anfangen. Ein Europäer ist in ihren Augen einfach verantwortungsvoller und fleißiger, wenn es einfach darum geht, einen Haushalt zu erledigen oder einfach den Garten zu machen oder Geld ranzubringen, zu arbeiten, sich um die Kinder zu kümmern oder sonst was. Und da ist einfach ein Europäer viel fleißiger und verantwortungsbewusster in allem. Jetzt ist gerade eben Licht aufgegangen, Leute. Merkt ihr? Wichtiges Thema, wichtig. Europäer sind keine Butterfly-Mans und das bedeutet, ein Butterfly-Man ist einfach ein Fremdgeher. Es ist einfach ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte fliegt so. Und die thailändischen Frauen, die denken, ein Europäer ist eben nicht so. Ein Europäer, der bleibt bei seiner Frau und dieses ganz Klischeehafte und so. Ist ganz tief in der Ansicht von den thailändischen Frauen, dass einfach ein Europäer nicht fremd geht und zu seiner Frau steht. Und das ist ihnen natürlich schon sehr wichtig, vor allem wenn sie mal ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ein Europäer ist kein Fremdgeher, denken die Frauen. Der dritte Punkt ist, ein Europäer, der ist einfach romantischer und der umsorgt die Frau besser. Das ist so, in den Augen sehen sie den Europäer einfach als Romantiker, der den Arm rumlegt und der eine schöne Zeit haben möchte mit der Frau gemeinsam. Und das gefällt ihnen schon. Nur die Kultur ist meistens in Thailand gar nicht in die Richtung gehend, dass man wirklich einen Arm rumlegt. In der Öffentlichkeit ist das schon das Maximalste der Gefühle. Und vor allem dann noch irgendwie ist man dann doch mehr in der Familie immer oder unter vielen Freunden, da wo man jetzt die Nähe, die Zärtlichkeit nicht so zeigt. Deswegen, das mögen Thai-Frauen schon, nur man kann es halt nicht wirklich ausleben. Und mit dem Europäer, da ist es dann vielleicht irgendwie doch, da kennt man einen nicht so irgendwo und dann kann man das doch tun. So. Und das mögen die thailändischen Frauen eigentlich schon, so einen gewissen Tick an Romantik, mal ein paar Blümchen mitbringen oder an einen schönen Strand oder irgendwie ein paar kleine Kerzen anzünden oder so. Das finden die schon ganz nice, so ist es nicht. Und eben der Blick, hört man ganz oft, der Blick von einem Europäer, wenn eine Thai-Frau einen Europäer hat und die sagt, ja, wenn mich mein Freund anschaut, in den seinen Augen, da sehe ich die Liebe und so. Ein Thai-Mann ist halt einfach nur, das ist meine Frau und fertig. Am Anfang ist der auch euphorisch und so, aber nach einer gewissen Zeit ist das Ganze relativ versiegt und es ist auf Null und man lebt halt einfach zusammen. Das ist so ganz oft die Thai-Beziehung. Und da heißt es halt einfach, der Europäer ist nicht so. Mit dem Europäer, da ist halt immer die Liebe da und so weiter und das sieht man ihm an und denken die Frauen. Der nächste Punkt ist, der Europäer hat einfach mehr Gefühle und da bleiben die Gefühle auch da und beim Thai-Mann, da gehen die Gefühle fast auf Null dann runter und das ist halt das, was ihn stört. Der nächste Punkt ist, Europäer mischen sich nicht so ein in die Beziehung. Ein Thailänder, da gibt es dann doch mal ein Eifersuchtsdrama und zeig mal dein Handy, entsperr dein Handy und da wird auch rumgeschrien und auch teilweise unter Druck gesetzt. Europäer machen das nicht so, denken die Frauen. Also. Dann, großer Punkt, Europäer können mit Geld umgehen. Ganz oft ist es halt so, bei Thailändern, die kriegen ihren Lohn, dann gehen sie mit Kumpels saufen oder mit Arbeitskollegen, dann kommen sie bloß um die Hälfte dem Lohn heim, den Rest haben sie in Glücksspiel investiert und verloren natürlich und in Alkohol und es ist weg. Vielleicht waren wir noch im Bordell oder so. Also ihr wisst, wie ich meine, übertrieben jetzt, die kommen nach Hause, dann ist die Hälfte weg und die können einfach mit Geld nicht umgehen. Bis du schaust, ist da wieder was gekauft, was man eigentlich gar nicht braucht und. Diesen Ruf haben oft Thai-Männer eben bei den Frauen und der Europäer ist in ihren Augen nicht so. Der Europäer, der kann einfach mit Geld umgehen, weil der hat es ja auch zu was gebracht, der hat ja Geld und wenn jemand Geld hat, dann muss man ja damit umgehen können, denken die Frauen. Dann natürlich der größte Punkt, auch der Punkt, wo jeder von euch sofort draufspringt, der Europäer hat Geld und aus dem Grund ist die Thai-Frau mit dem zusammen und so weiter. Vorsicht! Das ist ein Punkt, da wo ich wirklich sage, Vorsicht, da ist was dran. Aber man muss das Ganze ein bisschen von hinten aufrollen, dass man es versteht. In Thailand ist das Thema Versorgung natürlich ein viel ernsteres Thema als jetzt irgendwo in Europa oder in Deutschland. Da wo es auch noch ein soziales System gibt, wenn wirklich was ist,
gibt es ein Fangnetz, das dich auffangt, Hartz IV, Arbeitslosengeld, Kindergeld. Eine alleinerziehende Frau ist halt einfach in Deutschland nicht alleine, sondern da gibt es halt die Gesetzeslage. Wir wissen alle, ist dann eher so ein schwieriger für einen Mann, anstatt für die Frau. In Thailand ist es nicht so. In Thailand muss halt die Frau gucken, wo sie bleibt. Und da muss halt die Frau gucken, wer kann mich da am besten ernähren, etc. Und natürlich ist der, spielt da irgendwo mal Geld auch rein, ist ja klar. Ich würde aber jetzt mal so sagen, dass es kaum Unterschied ist gegenüber zum Beispiel einer deutschen Frau. Es braucht mir doch keiner erzählen, dass eine deutsche Frau nicht auch nach Absicherung geht. Ich denke, dass jeder Mensch der Welt, vor allem Männer sind Jäger, Sammler, Frauen, wir wissen zu Hause, Haushalt etc., dieses Urdings. Ich glaube halt einfach, dass es immer noch in der Frau einfach hängt, diesen Verlangen nach Absicherung. Man sucht sich doch irgendeinen coolen Künstler, vielleicht mal für eine Affäre, aber der feste Ehepartner, wo man sein Leben lang zusammenbleiben möchte, da will man einen haben, der einen vernünftig absichern kann, der am besten irgendwie Arzt ist oder viel Geld verdient oder so. Und der passt dann schon und ja, den heirate ich so. Und genauso ist auch die thailändische Frau. Ich glaube, dass das überall auf der Welt same ist. Ich glaube, dass es überall das Gleiche ist und dass das Thema Absicherung halt einfach ein ganz, ganz großes Ding ist, wo halt einfach wichtig ist. Und natürlich jetzt in Thailand noch ein Ecken wichtiger, weil eine Frau, die verlassen wird in Deutschland, die ist natürlich blöd, keine Frage, aber es gibt, wie wir schon erklärt haben, es gibt so viel Auffangnetze und Zeug, finanziell geht es ihr jetzt nicht schlecht. In Thailand hast du die A-Karte gezogen, weil die Frau hat halt kein Geld, die sind dann ganz oft bei ihren Eltern wieder mit dem Kind und haben überhaupt kein Geld, haben auch keine Möglichkeit zu arbeiten und da geht dann eigentlich eine ziemliche doofe Miserie los und deswegen ist die Absicherung generell natürlich schon ganz, ganz wichtig, keine Frage. Aber es sollte natürlich nicht nur um das Geld gehen, nicht nur um die Absicherung. Und da, wenn du eben thailändische Frauen fragst, trennen sich jetzt die Spreu vom Weizen. Wir haben einmal die Damen in gewissen Bezirken, da wo es natürlich nur ums Geld geht. Und wir haben natürlich einmal die Damen, die sagen, okay, ich muss Geld ranbringen für die Familie und alles und dann geht die halt einfach mal, ich sag mal, dann beißt die halt den sauren Apfel und nimmt halt dann doch einen, wo nicht so passt, aber es geht wirklich ums Geld, so hart ist die Welt hier. Oder im besten Fall eben eine, die wo sagt, ja, der passt, wir sind ein super Team, der sieht gut aus, der ist ein guter Kerl, der ist sympathisch, mit dem habe ich eine tolle Zeit, der ist romantisch und ist kein Butterfly-Man und alle diese Punkte, die ich euch aufgezählt habe. Wenn das die Frau erkennt, dann hast du wahnsinnig gute Karten. Und das bei den meisten Frauen einfach. Wenn du ein guter Mensch bist, wenn du ein guter Typ bist und die Frau achtest und natürlich am Schluss irgendwo auch noch den finanziellen Cash mitbringst, da muss man auch ehrlich sein. Also jemand, der überhaupt kein Geld hat, der wird es halt einfach auch schwer haben. Aber doch auch in Deutschland. Welche Frau nimmt denn einen, der wirklich gar nichts hat? Also das gibt es nicht oft. Da guckt man sich schon um, oh, der hat das doch irgendwie das bessere Auftreten, der verdient mehr Cash, der stellt was da, der hat ein cooles Auto, der hat eine coole Wohnung. Da verliebt man sich leichter, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen dieses Thema mit dem Geld immer, das ist so ein ganz, ganz schwieriges Thema, immer zu sagen, ja, die wollen ja nur das Geld. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen rüberbringen können, wie ich das sehe. Und ich sehe es nicht so, dass sie immer nur das Geld wollen. Diese Frauen gibt es, aber das ist nicht die Allgemeinheit. Da muss man natürlich generell, ist das ein ganz schwieriger Punkt, weil der kostet. Die größten Knackpunkte übrigens, wenn man Thai-Frauen fragt, warum sie nicht einen Europäer nehmen würden, ist immer die Entfernung, weil sie einfach sagen, man kann da eine Beziehung nicht wirklich führen. Eine Thai-Frau, die ist schon gerne in der Nähe von ihrem Mann, von ihrer Familie und ist auch sehr verschmust hinter verschlossenen Türen. Und dann natürlich auch die Sprachbarriere. Dann ist es auch ganz oft so, dass die Thai-Frauen sagen, ja, aber da kann ich mich ja gar nicht wirklich unterhalten. Weißt du? Und wenn jetzt der Europäer rein theoretisch auch überhaupt kein Geld hat, dann nehme ich doch gleich einen Thailänder, der hat auch kein Geld, aber mit dem kann ich wenigstens unterhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen die zwei Knackpunkte, wo dagegen sprechen, ist immer die Entfernung und Sprachbarrieren. Es gibt aber ganz genau viele Thai-Frauen, die sagen, nee, ich möchte kein Europäer eben, weil es ist eine andere Kultur, da gibt es dann oft nur Stress und Sprachbarrieren und alles Mögliche. Also es gibt es auch ganz oft und man darf die thailändische Gesellschaft nicht ganz so vergessen. Oft ist halt eine Frau, die eben einen Ausländer geheiratet hat, in so manchen Regionen, unten durch. Also es gibt es halt auch. Es gibt Regionen, wo, wenn eine Frau was mit einem Ausländer hat, eigentlich unten durch ist in der Gesellschaft. Das muss nicht überall so sein. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht immer so das goldene Los, das man hat. Vielleicht finanziell, aber nicht ansehenstechnisch oder sonst was. Also das ist schon auch
beide Seiten muss man da ein bisschen beachten. Eigentlich ist doch zwischen uns Männern gar kein großer Unterschied. Wenn man mal guckt, es gibt doch überall solche und solche. Es ist doch egal, ob in Thailand oder in Deutschland oder in Südkonstantinopel oder irgendwo unten am Kap von scheißegal. Weißt du, wie ich meine? Es ist doch überall, der Mensch ist der Mensch und der eine ist einfach verantwortungsbewusst und der andere nicht und der eine geht fremd und der andere nicht. Der eine kann mit Geld umgehen und der andere nicht. Aber uns geht es in dem Video, was eben Thai-Frauen denken über Europäer und was sie daran so attraktiv finden. Und das waren diese 8 Punkte, meine Freunde. Diese 8 Punkte, die du immer wieder hören wirst, diese 8 Punkte, wo du immer wieder sehen wirst. Macht euch doch diese 8 Punkte zurecht und erfüllt diese 8 Punkte. Und ihr seid ein wahnsinnig kompatibler Partner und habt eure Chancen gleich um 500-fach erhöht. Glaubt mir das. Das Geldding schwimmt in meinen Augen immer mit, weil abgesichert will am Schluss jeder Mensch sein. Und da ist meistens immer der Mann zuständig dafür. In den seltensten Fällen die Frau. Und da könnt ihr mir sagen, da können jetzt auch Frauen gern kommentieren unter dem Video und können sagen, nein, das ist ganz anders. Ich behaupte, das ist so, weil alle Menschen, die ich kenne, es wird doch nie jemand irgendeinen Penner nehmen, der nichts, überhaupt gar nichts zu bieten hat. Da würde das Herz gar nicht hinfallen. Da würde die Leute sich gar nicht drin verlieben, weil da ist einfach innerlich immer der Versorgungsdrang da und kann der mich versorgen und der hat einen guten Job und so, den kann ich meine Eltern vorstellen. Und das ist doch in Deutschland genau das Gleiche, meine Freunde, oder? Ist doch so. Seid mir ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Es ist in meinen Augen kein Unterschied. Es ist nur der Versorgungspunkt in Thailand um einiges wichtiger und offensichtlicher noch als eben in Deutschland. In Deutschland kann man das alles ziemlich cool so. Da sucht man sich dann schon einen guten Partner aus so. Und in Thailand ist es dann manchmal doch offensichtlicher, dass vielleicht mal eine Frau wirklich mal in den sauren Apfel beißt und den einfach 40 Jahre altersunterschiedlichen Typen nimmt, nur damit am Schluss noch die Familie versorgt ist. Und jetzt schreibt mir mal eure Kommentare. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr das auch schon öfter gehört? Nehmt ihr das auch so wahr? Das interessiert mich immer. Eure Gedanken, eure Feelings zu dem Thema. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert meinen Kanal, meine Freunde. Drückt auf Gefällt mir. Liked. Macht die Glocke an. Ich wünsche euch was. Peace, euer Stefan.